Und beide Seiten, die TTIP-Gegner und die TTIP-Befürworter, argumentieren mit prominenten Sprüchen und greifen dabei auch gerne Zitate des amerikanischen Präsidenten selbst auf. So gab es hier in Hannover auch gestern am Rande der Demonstration gegen TTIP ein großes Plakat, auf dem stand: TTIP is hope. Hope war eines der Zauberwörter, die US-Präsident Obama in seinen Wahlkämpfen immer wieder verwendet hat. Die Gegner haben dann einen anderen Spruch aufgenommen und haben gesagt: Yes, we can. Stop TTIP. Das stand gegeneinander und das steht immer noch gegeneinander, denn die Verhandlungen gehen weiter und es sind hunderte Anwälte, hunderte Delegierte, die auf internationaler Ebene dieses TTIP-Verfahren diskutieren, verhandeln. Und es ist nicht absehbar, dass das bis zum Jahresende wirklich zu schaffen ist. Auch der deutsche Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat schon gesagt, es ist durchaus möglich, dass es nicht zustande kommt innerhalb der Amtszeit von Barack Obama. Trotzdem würde Barack Obama, darüber haben wir gesprochen, das gerne zu Ende bringen. Wenn wir noch einmal diese Bilanz aufnehmen, welche anderen Themen hat er noch auf der Agenda und will sie unbedingt noch in seiner Amtszeit zu Ende bringen? Da ist nicht mehr viel, was er jetzt noch wirklich aufgreifen und umsetzen kann. Er würde gerne, und jetzt kommen wir in das, was er gerne würde, ne? Natürlich ein Einwanderungsgesetz machen. Aber das wird nicht gelingen. In den Vereinigten Staaten geht nichts mehr. Er würde gerne noch den obersten Richter, der Sitz, der jetzt frei wurde, neu besetzen. Aber das ist sehr schwierig. Er ist nun wirklich in der Lage, wo er nur noch mit präsidentiellen Dekreten regieren kann. Er bekommt nichts mehr durchs Parlament durch. Das war schon in der Vergangenheit sehr schwer, weil eben der Kongress nicht demokratisch dominiert ist, sondern republikanisch. Und Obama war nicht der Kompromissmacher. Er ist nicht auf seine politischen Gegner zugegangen und es ist ihm nicht gelungen, bei den Themen, die ihm am Herzen gelegen zu haben scheinen, Kompromisse einzugehen, die wenigstens der erste Schritt gewesen wären, hier eine Lösung zu finden. Stattdessen hat er in vielen Fällen eben mit Dekreten seine Positionen durchgesetzt, aber präsidentielle Dekrete haben es an sich, dass sie nur auf der aktuellen Gesetzeslage erlassen werden können. Das sind sozusagen Erlasse darüber, wie man mit den Gesetzen umgeht. Und sie sind hinfällig mit dem Ende seiner Amtszeit und der nächste Präsident, die nächste Präsidentin kann das mit einem Federstrich ändern. Wenn man also abgesicherte Regelungen treffen will, muss man Gesetze hinbekommen und das hat er in den letzten Jahren schon nur sehr schwer geschafft und das wird ihm nicht mehr gelingen in den nächsten Monaten. Ich würde gerne einen Gedanken aufgreifen, den Sie eben auch geäußert haben. Es geht um die Berufung eines obersten Richters für den Supreme Court. Da hat Obama jetzt erstens die Chance, zweitens ja schlicht auch die Pflicht. Das ist, liegt in seinem Ermessen, jemanden vorzuschlagen. Und er hat jemanden vorgeschlagen, der theoretisch ja schon von den Republikanern wählbar, akzeptierbar ist. Trotzdem versuchen die Republikaner, das jetzt zu verzögern. Warum? Sie möchten ihm den politischen Erfolg nicht mehr gönnen. Das ist ganz schlicht. Und sie möchten insbesondere diejenigen, die momentan in der Republikanischen Partei das Sagen haben, einen viel konservativeren. Es ist ja einer der konservativsten Richter gestorben, der nun von dem vorgeschlagen nicht wirklich ersetzt wird. Sondern Obama hat einen Kompromisskandidaten vorgeschlagen, jemanden, an dessen Eignung es überhaupt keinen Zweifel gibt. Und der, Sie haben das völlig zu Recht gesagt, eben kein Parteigänger der Demokraten ist. Aber hier ist relativ früh aus republikanischer Seite gesagt worden, das verhindern wir, wir stoppen das ganze Verfahren. Wir werden sehen, dass wir nicht darüber abstimmen werden. Mal sehen, wie es am Ende kommt. Das ist noch ein offener Prozess. Aber man möchte ihm den Erfolg nicht gönnen, in der Hoffnung, dass man nach der Wahl möglicherweise einen anderen Kandidaten vorschlagen kann, der diesen Supreme Court, der die ganze Zeit mit 5 Konservativen gegen 4 moderate Richter besetzt war und der jetzt 4-4 steht und damit auch letztlich in einer schwierigen Lage ist, keine Entscheidungen treffen kann, dass man ihn wieder aus republikanischer Sicht mit einem starken konservativen Richter besetzt.